Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Metroid Prime 2 Echoes mit mir, dem Terminus. Zwischen den Folgen habe ich mich jetzt ganz kurz voll heilen lassen, sieht man ja hier oben. In der Hellensphäre heile ich mich komplett. Aber halt sehr langsam. Guck, wie schnell der Schaden runter geht und hier. Pop, pop, plop. Es dauert ein bisschen, aber es funktioniert und das ist theoretisch ganz nett. Weil wenn du halt in dem Umfeld bist, der dir dauerhaft Schaden macht, dann willst du auch geheilt werden. Und was bist du für einer? Schlüssel zum Tempel von Pipapop. Geh mal her. Geh mal her. Hier ist das neue Windows. Fuck you. Jetzt nicht. Tatsächlich. Schlüssel zum dunklen Blubbel erhalten. Jetzt brauche ich noch zwei weiter. Sehr schön. Hilfe. Ich glaube übrigens, das ist der Punkt, an dem ich irgendwann aufgehört habe zum Spielen beim zweiten Mal. Ich bin mir nicht sicher. Oder irgendwas in der Richtung. Weil ich nicht mehr weiterkam. Weil ich den dritten verkackten Schlüssel nicht gefunden habe. Ja, das war ganz toll von mir. Kann ich eigentlich auch in die Arena rein? Ich meine, da ist das. Das kriege ich nicht auf, oder? Schlüsselcode identifiziert, Schloss entriegelt. Was? Das ist das Tor, wo ich die Schlüssel für brauche. Und da unten liegt irgendwas Dickes. Ist das eigentlich irgendwas, was ich bekämpfen muss? Ich meine, ich habe da drei Zonen mit zusätzlichen Funkeldingsies. Muss ich den großen Kotthaufen da bekämpfen? Okay. Das ist also auf. Da ich das nicht weiß, gehe ich mal ganz hart davon aus, dass das echt eine Stelle ist, wo ich einfach noch nie war. Großartig. Großartig. Auf bitte, schnell, danke. Gut. Warten jetzt irgendwelche Gegner auf mich? Hallo. Wir gehen weiters. Kann jetzt Dublo jumpen. Da oben ist eine grüne Tür. Was ist denn grün, bitte? Sag mal, was brauche ich dafür? Supermissiles vielleicht. Ah, okay. Ja, gut. Das gibt dann natürlich schon mehr Sinn. Ich würde gerne wieder in so eine geile Schutzzone, weil ich kriege langsam Aua an meinen Poppes. Ups. Was mit den Schutzzonen stinkt so ein bisschen. Da kann ich nicht weiter. Also gehe ich hier jetzt schön im Kreis, gehe da hoch, aber da war ich doch schon. Oder war das in der lichten Welt? Wo kann ich denn jetzt hin? Hier komme ich nicht weiter. Hier war ein Schlüssel. Großartig. Da komme ich sonst nicht weiter. Sackgasse. Hier ist Sackgasse. Durch die schwarze Tür komme ich natürlich auch nicht. Bei dem P komme ich auch nicht hin. Ich glaube, hier ist noch ein Schlüssel beim Zugang zum Portal. Ich bin jetzt diesen Weg Richtung gegangen. Klar, ich muss hier gewesen sein. Also bin ich hier durch. Ja. Also gehe ich jetzt hier unten rechts durch die Tür. Hui. Da ist ein Ing. Finde ich weniger geil. Aua, 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 aua. Ist nicht so einfach da durchzukommen. Wieder diese Ing-Drohnen. Ja, komm mal her. Ich sehe dich nicht. Solltest du nicht versuchen, mich anzugreifen? Ja, guck mal. Die heilen mich jetzt ein bisschen. Ich hätte gern Full Livre tatsächlich. Hüpfen wir mal ganz kurz hier rüber. Um das einzusammeln, dass wir schneller geheilt sind. Dann müssen wir hier rein. Wer und wo? So sieht es nämlich aus. Feiglinge. Und dann warten wir noch, bis wir bei 99 sind. Dann versuchen wir da durchzusprinten. Wünscht mir Glück. 2, 1, go.
Ich kann hier hoch, das ist ganz toll. Das Ding hat mich angegriffen, das ist weniger toll. Auf, auf, auf! Okay. Aber... das ist genau das Problem. Jetzt weiß ich nämlich nicht, wo die Schlüssel sind. Weil jetzt bin ich wieder hier und was mache ich jetzt? Jetzt mache ich nicht so viel. Ich kann jetzt wieder zurück, dank meinem Doppelsprung. War hier hinter eigentlich irgendwas? Ich habe irgendwie immer ein Gefühl, dass dahinter was war und ich weiß nicht unbedingt warum. Viel weiter können wir jetzt nicht. Das ist alles abgehakt oder sehe ich das falsch? Ja. Mit dem Bernstein. Was heißt, ich glaube, wir müssen jetzt ins Lichtäther zurück. Und von da aus sagen, ja, jetzt ist cool. Weiß nicht. Weiß ich tatsächlich nicht. Ich muss halt jetzt wahrscheinlich einen anderen Weg zum dunklen Äther finden. Und ich glaube, genau das war das Problem. Weil ich weiß, wo ein Weg ist, hinter diesem Tor. Aber ich weiß nicht, wie ich machen auf Tor. Weißt du, verstehst du? Das ist das Problem. Da werden wir uns jetzt im LP drum kümmern müssen. Ah, aber das ist jetzt auf. Das stimmt. Das stümpert. Irgendwelche Piraten? Natürlich. Also toll gemacht. Friss noch die Müssel. Bist du ausgewichen oder bist du gestorben? Achso, ich habe einen Doppelsprung, ne? Okay, ich werde in diesem Spiel auf jeden Fall mehr Missiles zum Kämpfen verwenden als in Prime 1. Die sind nämlich ganz schön praktisch, wenn man den Powerbeam nicht aufladen will. Jetzt sind wir nämlich hier. Hier haben wir auch schon wieder was für den Boostball, den wir noch nicht haben. Großartig. Weil wir ihn eben noch nicht haben. Mehr Missiles sind gut. Weil ich gerade gesagt habe, die werde ich benutzen. Habe ich absolut vor. Da würde ich gern hoch, darf ich auch nicht. Ba, 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 ba. Maximum erhöht, Mutter. Wo kann ich denn jetzt entlang? Hier nicht. Hier nicht. Oder da nicht? Ich glaube, hier müsste das Tor gewesen sein. Wir gehen da jetzt einfach mal hin und gucken uns um. Wir haben jetzt die Jump Boots, das ist wichtig. Damit können wir uns jetzt besser fortbewegen. Das speichere ich auch mal, weil das letzte Mal habe ich, glaube ich, vor den Jump Boots gespeichert. Also besser mehr als weniger. Was sich reimt, ist wahr. Süß. Darf ich jetzt weiterspielen? Hallo, ich bin Salos. Pupa, pupa, ich treffe nicht. War wirklich nicht getroffen. Da müsste ich jetzt vielleicht hinspringen können, wenn das nicht das Tor Dünse ist. Weißt du was, du interessierst mich nicht. Also leck mich. Ey, Freundchen. Du kotzt mich ziemlich an. Das stimmt. Ich habe keine Ahnung, wie ich dieses Tor aufbekomme. Und ich kann ja auch nicht einfach... nö. Du bist das nicht. Dann kann ich vielleicht jetzt durch diese Tür durch aus bla irgendwie, ne? Versuchen wir es. Hüpferchen. Ach, der Space Jump Jumper, Hüpfjumper ist eins meiner Lieblingsitems, weil du bist mobiler. Da merkt man schon. Das merkt man ganz toll. Hier habe ich schon, hier habe ich im dunklen Äther keine Ahnung, was ich machen muss. Ups. Pau, pau, pau. Willkommen. Ja. Oh lol, hier kann man so hoch, das ist süß. Hier ist nicht zufällig. Okay. Da bei dieser Statue, da kam ich vorher nicht hoch, gehe ich mal von aus. Da kann ich jetzt hier hin und dahin.
Jetzt sind wir übrigens weiter als in meinem allerersten Metroid Run. Weil hier, ich habe diesen Punkt nicht gefunden. Ich habe diese Spalte nicht gefunden in dem Stein. Daten, langweilig. Deswegen kam ich hier einfach nicht hoch. Und ja, wir sind jetzt weiter. Terminus hat was geschafft, das freut mich. Also muss ich echt immer wieder zwischen den Welten wechseln, obwohl ich sozusagen noch nicht fertig bin, gerade im dunklen Äther. Das ist ärgerlich, weil ich irgendwann halt keine Ahnung mehr habe, was, wann, wo. Kriege ich meine Missile? Da unten sind ja Piraten. Upsi! What? Alles klar, ich glaube, ich habe was in die Luft gejagt. Ist das Fason? Radioaktiv Material ist Fason, oder? Ja, okay. Habe ich das Fason in die Luft gejagt? Ups, das war nicht mal meine Absicht. Ich wollte die einfach von da oben snipen, dass ich keine Missiles verwenden muss, aber... Ups! Da habe ich wohl perfekt getroffen. Diesen Ort kenne ich. Soweit war ich im zweiten Speedrun auf jeden Fall auch. Speedrun, was rede ich für ein Scheiß? Im zweiten Run auf jeden Fall auch. Ich habe auch, glaube ich, 2 Schlüssel im dunklen Äther gefunden. Ihr seid ganz schön viele. Ich weiß nicht, wie ich euch besiegen werde, da ihr Veteranenschaden macht. Mein Beam sollte nicht stärker sein, Freunde. Weiß nicht, was mit euch los ist. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Also wieso treffe ich nicht? Okay, du bist kaputt. Freunde ist? Okay, ich gehe wieder. Ich habe verstanden, ich habe verstanden. Ach, da oben bist du. Versteck dich halt nicht. Hier Headshot. Oder auch nicht. Hier Headshot. Oder auch nicht. Hier Headshot. Ich treffe nicht. Muss ich verarschen? Oder habe ich schon getroffen? Ich bin verwirrt. Offiziell. Ich wollte gerade sagen, hier ist noch mehr. Und ihr werdet wahrscheinlich gleich wieder verdunkelinkt, oder? Was ich nicht mag. Vielleicht soll ich schießen. Und treff. Wo bin ich denn? Ah, hinter mir ist die Tür zugegangen. Das ist nicht nett. Nein, lass mal. Nein, lass mal. Nein, lass mal. What the fuck? Alles klar. Große Wumm. Wie meint ihr euch? Einfach drauf schießen? Okay. Ich glaube, das funktioniert. Es bekommt Damage. Und ich nicht. Easy every time. Wieso ist das hinter mir jetzt in die Luft gegangen? Das dachte sich das. Ach komm, den Kampf kann ich mir sparen. Ich sehe ja schon, wie das ausgeht, also springe ich mich. Ist ganz nett, muss ich sagen. Aber ich glaube nicht super intelligent. Zumindest hätte er den anderen Piraten Zeit schinden können, um was vorzubereiten. Weil super schnell ging das jetzt nicht. Ich würde hier von Geiern mal einen Speedrun sehen, tatsächlich. Welcher nicht darauf basiert, out of bounds rumzuhüpfen. Ich habe mal so das Gefühl, ich komme hier nicht weiter. Was ziemlich doof ist, weil ich will weiterkommen. Hm. Ob das brüchig sein könnte? Ich kann mich nicht erinnern, das jemals getan zu haben, also go. Kann ich mich halt echt nicht. Ist das jetzt was Gutes oder was Schlechtes? Also, wie das aussieht, ist das was Schlechtes. Aber wir müssen leider trotzdem... Oh, geil. Wir sind gerade in irgendeinem Bau von irgendeinem... Hallo. Da finde ich sehr unangenehm, hier zu sein. Gut, dass ihr zu blöd seid, runter zu gucken. Ah, ihr geht jetzt in den dunklen Äther. Ja, das ist schön. Da könnt ihr verrecken. Ist mir egal. Ein paar blieben bestimmt zurück. Au. Das war eigenes Unvermögen. Sehen wir das gerade als einzige Chance zu entkommen? Weil die sind ja hier wahrscheinlich auch gebruchlandet. Weil dunkler Äther, Äther-Atmosphäre war nicht so schifffreundlich.
Oh. Was wollen Sie denn? Können Sie das lassen? Das tut ein bisschen weh. Oh, hallo. Da ist gleich der nächste Peters. Ja, komm mal her. Hier noch eine Mütze. Hier ist sicher noch einer. Hallo. Die Frage ist, warum haben wir die hier dunkle Türen und so? Hallo. Als ob hier keiner mehr ist. Echt nicht? Okay. Ich meine, ich muss euch ja nicht umbringen, wenn ihr flüchtet, ist das ganz okay. Weil auf Veteran könnt ihr so halbwegs was, das gefällt mir nicht so ganz. Jetzt haben wir ganz schön viel Shit zum Scannen. Oh, das ist der dunkle Äther. Das ist wahrscheinlich der lichte Äther. Richtig. Nicht wieder Bullshit, der mich nicht wirklich interessiert, aber ich scanne, weil... Leck mich am Arsch. Was noch? Da ist wieder so ein Portal. Das ist gut. Dann kommen wir schon mal wieder in den... Gut, das ist auch so ein Spaltportal. In den dunklen Äther. Oh Gott, das kann man alles scannen. Leck mich am Arsch. Das ist sogar was Rotes zum Scannen. Oh Gott, alle vier. Ja, natürlich. Ist okay. Ich habe heute nichts mehr vor. Was sagst du mir? Du scheinst wichtig zu sein. Verschlüsselte Daten, Weltraumpiraten. Ja, komm, du bist rot. Was ist an dir so wichtig? Das ist schon Fasern, Beutezüge auf dem dunklen Äther statt. Die hohe Giftkonzentration in der Atmosphäre dezimiert unsere Arbeiterschaft. Ja, super schlau von euch. Die feindselige Urbewohner leisten ihr Übriges. Bla bla bla, wir werden verprügelt. Das ist toll. Ihr seid nicht so smart, wie ihr manchmal tut, oder? Eins, zwei. Ich frage mich, ob sie halt... Hier gibt es wahrscheinlich einfach Informationen über den Äther. Fertig ist die Kiste. Du auch. Du willst natürlich auch. Ja, 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 ja. Dann du. Ich will jetzt nicht unbedingt den dunklen Äther. Vielleicht kriege ich hier noch einen Energy Tank oder was. Glaube ich nicht, aber vielleicht einen Missile Container. Und den hole ich mir auf jeden Fall. Wenn ich den einen bekomme. Wir werden sehen. Oh, guck mal, wir können Sachen scannen. Das ja. Was? Finde ich nicht okay. Nice! Die lichte Tür ist auf, durch die ich nicht durch... Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Es ist alles gut. Da hinten ist noch einer. Willst du nicht kämpfen? Ich meine, du musst nicht. Aber ich werde jetzt zu dir kommen, das ist dir klar, oder? Ey. Freundchen. Nee, nee. Danke für die Müsse. Pup. Wahrscheinlich kann ich auch noch gar nicht in den dunklen Äther. Die lassen mich gar nicht durch oder so. Hallöchen! Dich habe ich ja jetzt nicht erwartet. Wie geht's dir? Gut siehst du aus. Ey. Ey. Frech. Sicherheitssysteme aktiv, spezifische Energieform zu, langweilig. Was kannst du? Bla, verschlüsselte Daten der Weltraumpiraten. Ach komm, sag halt. Ein weiteres Desaster, der Transport weiterer Truppen und Nachschub bringen sollte, wurde abgeschossen. Nice. Er wurde im Orbit von einem föderierten Schiff abgefangen, welches in der Nähe Tempelkomplex gelandet ist. Greifen. Ja, ja, nee, keine Sorge, die sind alle tot. Dafür habe ich gesorgt. Was stand da gerade mit Metroid? Nein. Nein. Extremer Vorsicht geboten, ist er damals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei jungen Metroids nicht um Haustiere handelt. Ach, so ist das. Deswegen geht jede Metroid-Forschung in den Arsch. Weil es keine Haustiere sind, die euch töten. Ach, so. Wieder was gelernt. Leckt mich am Arsch, die werden auch nicht schlauer. Ich sag's euch, diese Piraten... Die werden nicht schlauer. Metroids sind voll geil. Die haben noch nie was kaputt gemacht. In Zero Mission sind die schon alle verreckt, weil die Metroids wütend wurden und die Piraten angegriffen haben. Weißt du? Kann ich hier durch? Das wäre voll nice. Hüpf. Nein, okay, cool. Muss ich auch nicht. Ich kann laufen. Ich hab Zeit. Tatsächlich... Haben wir noch ein bisschen Zeit, also lüge ich nicht mal. Ich gehe mal stark davon aus, dass hier irgendwo ein Speicherpunkt ist, wenn die mich schon abschotten. Den dunklen Äther will ich nicht, kümmere ich mich später drum. Ich gehe jetzt erst mit Piraten jagen. Oh, hi. Leck mich.
gutes altes Kamera zerstören, die komischerweise nur einen Pö-Beam aushalten. Nein. Angenehm, muss ich sagen. Jetzt sind Lasers, die tun mir wahrscheinlich Aua. Ist mir aber ziemlich egal. Hi. Nicht wegfliegen! Haben die dich jetzt alleine gelassen? Dann tut mir leid, ich werde dich mal ganz kurz machen. Oh. Hallo? Euch ist klar, dass ich euch höre, oder? Oh! Euch höre ich. Euch höre ich aber ungern. Ich habe keinen Icebeam. Metroid-Objekt in stetiger Bewegung. Es hat keine Möglichkeit, in Schlafzyklen überzugehen. Das ist aber schade. Macht dich bestimmt aggressiv. Komm da bloß nicht raus. Ich habe nicht mehr im Kopf, jemals mit Metroid gekämpft zu haben in dem Spiel. Metroid-Objekt weist mehr Einschüsse von Weltraumpiratenwaffen auf. Da, da, da. Ah, ihr wollt es nur ein bisschen anschießen. Kann ich verstehen. Macht ja auch Spaß. Macht ja auch Spaß. Irgendwer, der mich angreifen will, da drüben sind Metroids. Das gefällt mir schon mal wieder gar nicht. Und er ist rumpelbumpelt. Gefällt mir auch wenig. Gib mir noch ein Missile oder zwei. Ja, vielen Dank. Natürlich. Nein. Erstmal nicht treffen, das ist sehr gut. Nummer 1 ausgeschalten. Ah ne. Hey! Lol. Ich glaube, ihm habe ich einen Headshot gegeben oder so. Auf jeden Fall ist er ziemlich tot umgefallen. What the fuck? Ah, die essen an dem Ding. Das ist ein Pirat. Boah, ich glaube, der hat keine Beförderung gekriegt. Er dürfte irgendwie Scheiße gebaut haben, dass der jetzt in dem Metroid-Käfig ist. Weil gerne bis es auf jeden Fall nicht. Warum muss ich euch alle einzeln scannen? Metroid-Objekt leider Nahrungsmittelvergiftung. Ihm wurden zahlreiche Leckereien für Haustiere sowie Rationen der Weltraumpiraten verabreicht. Wow! In den letzten drei Zügen wiederholt Energie entzogen. Infolgedessen instabil. Kann ich hier haben? Puh. Das ist ja ganz cool. Vernappt, übersät, Wunden dürften sehr wahrscheinlich vom Kontakt mit Einschuss. Einschlussfeld. Ah. Ja, ist auch nicht so cool. Oh, ich kann ich auch alle eins. Das ist ja schön. Talon Metroid. Ach so, das war jetzt der erste Metroid, den ich gescannt habe. Habe ja sonst noch keine gesehen. Blablabla, langweilig. Du irgendwas Wichtiges? Ich sollte die Folge beenden. Ja, komm, ist mir eigentlich egal. Weiter. Kann ich mal ganz kurz speichern? Das wäre voll. Willkommen. Dir auch. Hallöchen, Popöchen? Irgendwer da? Nein? Okay, ich mache jetzt hier Dinge. Mich nicht anschießen, bitte. Wunderschön. Hat's auch mal wieder echt nötig, diese Tür. Ich würde gerne speichern. Kann ich aber nicht. In den Raum gehen wir in der nächsten Folge aus einem ganz gewissen Grund. Wieso kann ich nicht? Falls euch diese Folge gefallen hat, dann noch bitte positiv bewerten, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Terminus raus, bis dahin und tschüss. Jetzt kommt die Musik. Ich mag die Musik.